Jo, da sind wir wieder. Lincoln Clay ist wieder dabei. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Warte mal, irgendwo war da gerade ein Waffenschrank. Ja, der Abfallbetrieb ist eh nicht mehr. Läuft eh nicht mehr. Wo war der denn? Ist der hier drin oder was? Oder steht der hier aus? Der steht hier drin, ne? Jawohl, Treffer und versenkt. Keine Sorge, wir machen gleich weiter. Wir sollen nämlich Erpresser befragen heute. Okay, Munition ist aufgefüllt. Gut, dann gehen wir jetzt ein paar Erpresser befragen. Jetzt brauche ich mal ein Auto. Treffer versenkt, ja. So, nehmen wir die alte Karre. Wie gesagt, das Spiel... Ah, wir spielen eine... Mit den, in den 70ern. Deswegen wundert euch nicht, warum die Fahrzeuge teilweise so alt aussehen und alles rum und dran. So, dann fahren wir hier mal durch. Ja, da wären noch Feinde gewesen, aber die lassen wir auch ein bisschen außen vor. Zum Thema, das sind mal eben ein paar Meter. Aber wir. So viel war das gar nicht. Wie soll der Presser verfragen? Das machen wir doch auch. Also 900 Meter war eben, ne? So, dann machen wir das so. Die geschmierten Kopf. Wir müssen sich zurückhalten. Alles klar. Ach, Scheiße. Ich bin tot. Ist alles ruhig. Ein gottverdammter Muffel. Ja, ich suche mir den Deckel. Okay, ich halte die Augen. Ja. Der Zeitaufwand nicht wert. Geh nach, ob er zurückgekommen ist. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Bingo, verdammt. Ich drücke jetzt ab. Brauch dir Hilfe. Zieh den Kopf ein. So, Kollege, frag du mal nach. Du musst mir jetzt alles verraten, was Papi auf der Mücke betreibt. Nach dem, was du getan hast, jagt dich diese Putzkolonne jetzt. Du hast keine Chance, sie abzuschütteln. Meine Crew meldet sich. Andere Seite! So, der ist tot. So. Alligator, die gehen drauf. Hier, Futter. Schaden haben wir gerade ganz schön reduziert. Wunderbar. Dann nehmen wir die Kohle komplett mit, die wir hier los rumliegen haben, weil wer weiß, wofür sie dann irgendwann letztendlich gut ist. Die Sicherung nehme ich auch mit, natürlich, klar. So, hier muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Der ist hier. Also nicht ein Erste-Hilfe-Kasten, sondern ein... Wie auch immer. Abhörkasten, Dingensbumster. Ist offen. Und drin. So, 14.000 haben wir nur noch. Auf die kriegen wir vielleicht sogar heute komplett in die Folge gepackt. Platz. Abhörpunkt aktiviert. Und wenn die Schießeisen gut genug für unsere Soldaten sind, sind sie es auch für mich. Da kannst du einen drauf. Lassen. So, da liegt noch Geld. So, nehmen wir auch die mit. Die 500 Dollar nehmen wir gerne in die Tasche. Dann haben wir wieder 8.000 in der Hand. Wunderbar. So, nächster Teil.
Räume das Geld versteckt der Putzkolonne aus. Na gut. So, das ging jetzt verdammt schnell. Einmal kurz und schmerzlos aufgeräumt. Die Jungs, die hier rechts standen, die lassen wir ein bisschen außen vor. Ich gehe in Deckung. Hab ihn! Hier drüben! Wir sterben wie die Fliegen! Der ist schon tot, der Spiel. Der macht uns fertig! Wärme ihn etwas auf! So. Komm raus, Kollege. Ich weiß nicht, dass du da bist. Ich bin leer geschossen. Eine Sekunde. Tot. Ich gehe in Deckung. Kann ich wohl, siehst du doch. Mit mir schaffst du das nicht, du Schwanzlutscher. Was ist denn der? Erledigt. Das mal groß. Einmal kurz aufgeräumt hier. Kohle mit. Nehmen wir hier natürlich auch das Geld, was hier so rumliegt mit. Und hier ist irgendwo noch ein Erste-Hilfe-Dings. Jawohl, 10 auf 1000 Dollar. Und dann haben wir das Ding auch erledigt. So. Und da liegt noch eine Notiz. Die lesen wir auch direkt. Warte, keine Sorgen, mon cher. Alles wird gut. Wir werden irgendwie irgendeine Lösung aushandeln und das zusammen abzahlen. Ich liebe dich und nenne dich deine dich liebende Frau, Susi. Sehr schön, wenn man sich einfach mal in einem Gegnerkomplex umgucken kann, ohne dass man irgendwelche... Räumen mittlerweile jetzt nicht gut auf. Also wir haben so viel, ist es nicht mehr. So. Keine Sorge, ich kümmere mich sofort drum. Ich werde nur eben ganz kurz was anderes machen, weil dann können wir theoretisch wahrscheinlich sogar in dieser Folge noch aufräumen. So, hier müssen wir immer noch Geld rumliegen, und zwar hier. Aber da liegt noch eine... Da liegt eine Notiz. Der tolle Sebastian glaubt, ich hätte keine Ahnung, dass ich nicht wüsste, wo er nachts hingeht. Er wird das Royal gegen die Elfe verlassen, da kannst du ihn erwischen. Mir ist egal, wie du es anschaust, aber sorg dafür, dass es für die Versicherung gut aussieht. Mary. So. Kurz die. Und wir haben die Schatze mal erreicht. Geil. Da liegt immer noch Geld. Was ist denn das? Ist das hier in dem Schrank oder was? Oh, da war Munition drin. Hier ist es. So, und wir sollen irgendwas noch ausräumen. Ja. So, also noch einmal das auch aus.
reparierbar. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. 10.000 haben wir kassiert dafür. Oder bekommen. Dich sieht doch mittlerweile schon super aus. Und unsere Munition ist auch wieder voll. Das Schadstofflager ist ausgeräumt. Und wir können hier einfach mal kurz rausspazieren. Und das ohne irgendwie. Sie muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Bin gleich da. In Ordnung. Wehe, du verlierst das. Was wickeln wir heute direkt in die Bank? Und Abflug. Abflug. Keine Sorge, ich musste gerade so schnell handeln. Aber es ist nett, dass ihr uns ein Auto da lasst. Das hat sich erledigt mit dem LKW. Die Putzkolonie ist. Ja. Geschichte. Und ich musste die, wie gesagt, komplett alle so schnell eliminieren. Wenn ich mehr Lohn will, verlange ich mehr Lohn. Mein Daddy war in der Gewerkschaft. Hat ihm aber irgendwie nicht viel gebracht bei der Arbeit auf den Docks. Eigentlich schon. Jetzt habe ich mir hier natürlich wieder ein neues Auto suche. Also, $83. Okay. Haben wir noch irgendwo ein Auto stehen hier? Wäre super. Ja, hier steht so ein Müll. Ja, hier steht ein Müllwagen. Ich brauche ein normales Auto, kein Müllwagen. Ja, im Zweifel machen wir es so. Ist denn einfach so. So. Gut. Hier nur Müllwagen rum. Naja. Wir fahren jetzt zurück zu Maria. Und dann quatschen wir mit der. Und dann geht's an den wahrscheinlich großen letzten Teil dieser Dings. Ja, bin mal gespannt. Wollen wir erfahren, wer der letzte Leutnant ist. Capo wissen wir ja, aber den nochmal noch. Aber den, wie schnell wir den noch kassieren? Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne die Story ja nicht. Ich spiele ja auch komplett blind, wie ihr wahrscheinlich wisst. Also wie gesagt, ich habe nicht viel von dieser Story mitbekommen. Und das ist auch bei mir der Reiz. Ich kenne auch GTA 3 nicht. Keine Ahnung, die Story. Lange. So, lange nicht gespielt. So, dann quatschen wir hier mit der jungen Dame. Die hat hoffentlich hier noch ein bisschen. Okay, wir haben voll. Gut. Du hast ja die Nummer auf der Müllhalde durchgezogen. Hast alle zu tun. Ja. Annehmen. Erschreckt. Papi, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Was? Das scheint sie zu freuen. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Gute Idee, ne? Von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ich weiß immer noch nicht, wo Mr. Simmons sich da reinmanövriert hat.
So, also müssen wir doch überfahren. Konfrontiere Paul Papi Simmons. Gut. Ich habe gehört, sie werden die Wohnungen hier in der Gegend nicht mehr loben. So, dann fahren wir hier mal kurz zurück. Natürlich klaue ich mir jetzt kein Auto. Weil wenn ich jetzt mir ein Auto klaue, gegenüber von der Polizeiwache, ist, glaube ich, nie so die gute Idee. Ja, die beobachten uns, müssen wir, aber wir brauchen die, wie gesagt, nicht unbedingt. Ach, mit der Karte dauert das so ewig, bis wir da sind, ne? Dringend ein Auto. Und zwar, ich weiß nicht, sind wir Zeugen. Das kann das Problem werden, dass sie wieder die Cops gerufen werden. Sind wir hier nebenan? Nebenan war auch. Ja, ganz leise heute im Hintergrund natürlich Musik. Ich habe das Radio fast auf die niedrigste Stufe gestellt. Einfach für den Fall sicher. So, dass ich auch in Ruhe ein bisschen quatschen kann und nicht unbedingt alles mitbekommen muss. So. Dann sind wir hier gleich auf der Halde. Ja, er hat einige Gegner um sich. Oh, meine Fresse. Komm mal her. Ich will natürlich jetzt nicht auf den schießen, unnötig. Eine nette Warnung. So, dann ist der auch weg. Ja, bei dem ist es ein Doppelpärchen. Ich ehrlich bin, ah komm. Ich habe ja ein bisschen Kohle eingenommen. Das heißt, ich jage unsere Jungs. Ich brauche ein paar Schützen für ein Ziel in Barclay. Wie du sagst, du sollst den klar. Wir kommen gleich rüber. Jetzt! Dann Aufmarsch. Hab ihn getroffen! Ich glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Ja, du bist tot. Sowas von tot. Geht der Kopf! Geht's hier übel an den Kragen! Das ist die Uni, das ist die Klasse! Das Arme hat mich getroffen! Wir sind unter Beschuss! Verdammt gewieft, das sag ich euch! Was kriegt an? Wer ist mit dir auf? Ja, ich hab die Stärkung angekommen. Scheiße! Ey, wo sind denn meine Leute? Ach, die sind alle weg gewesen. Eine habe ich mich schön mitgenommen da hinten noch. Ah, super, ey. Auf die ist natürlich kein Verlass, ey. Gut, dann probieren wir es halt in der nächsten Folge nochmal neu.